Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Hallo und herzlich willkommen zur RCCO, die kleinen Autos ganz groß. Rennen 8 von 11 heute auf der IAA und wir sind live bei Facebook und natürlich hier am Stand des AVD. Gehen wir auf die andere Seite, da sehen wir alles ein bisschen besser als von hier hinten. 6 Fahrer, 6 Autos am Start. Die reihen sich hier vorne schon mal auf, die Autos sind getestet und dann geht's gleich los mit dem großen Finale. 10 Minuten, die Renndauer. Und wir sind mal gespannt. Es gab schon einige Abflüge, einige Kuriositäten heute über den Tag hier. 11. September auf der IAA in Frankfurt, die große Automobilausstellung. Also Elektromobilität wird groß geschrieben in den Hallen und natürlich auch hier bei den kleinen Autos. 100% Ökostrom, würde ich mal sagen, haben wir auch ganz locker hier mit dabei. So, 6 Leute hier am Start. Und dann würde man sagen, der Mann, der die Autos hier laminiert und beklebt, wenn mich nicht alles täuscht, steht neben mir. Hi, du bist neu dabei. Ja, das erste Mal hier, also mit auf der Digitalbahn. Ja. Du hattest eigentlich die Pole rausgefahren. Ja, und dann Vorlauf eigentlich auch gewonnen, aber das falsche Auto genommen vom Teamkollege. Gut, aber ist nichts weiter, gibt keine Punkte für die Teamwertung, du darfst trotzdem teilnehmen. Ja, immerhin. Na wunderbar, dann wünsche ich dir, fährst du mit rechts oder links? Einen schnellen rechten Zeigefinger. Alles klar. Also, in ein paar Minuten geht's los. Alle stehen bereit, alle 6 hier. Die Autos werden noch inspiziert. Und alles in Ordnung beim Auto? Aufgeregt ein wenig, aber das Auto ist top. Zeig mal die Hand. Welche Hand? Meine? Komm, die kannst du sehen, da zittert nicht viel. Na, dann viel Erfolg auch dir. Also 6 Autos insgesamt am Start. 10 Minuten die Renndistanz. Rennen 8 von 12. Von der IAA, wir brauchen noch ein paar Streckenposten und dann können wir auch gleich losstarten. So, es bewegt sich langsam und ich guck mal, dass ich irgendwie ein bisschen Blick auf die Bahn kriege. So, gucken wir auf die Autos nochmal vielleicht drauf. Einmal die 66. Schaeffler Volkswagen ist enorm stark mit dabei und vertreten. Abt haben wir noch. Ja, natürlich KTM. Ein Streckenposten fehlt noch. Und dann steht der Renn-Action nichts mehr im Weg. Die RCCO hier von der IAA in Frankfurt. Alle Infos auf rcco.de. Da könnt ihr euch informieren über die 12 Teams, über die ganzen Fahrer, die hier teilnehmen und die sich hier qualifiziert haben. Und ich denke mal, wir holen uns vielleicht einen kompetenten Gesprächspartner mit an den Start. Da gibt es einige, die ausgeschieden sind heute über den Tag und die werden wir uns gleich nochmal ins Mikrofon holen. Aber jetzt warten wir erstmal drauf, bis die Ampeln ausgehen und bis wir dann hier ins Rennen wirklich reinstarten können. So, jetzt geht's gleich los, die Zeit tickt. 3 Ampeln an und grün, ab geht's! Renndistanz 10 Minuten, schon gesagt. Bisher noch alle Autos auf der Bahn. Viele Quersteher schon, aber da hinten ist der erste draußen. In dem Fall der Phoenix Racing Renner. Alle anderen. Ja, insgesamt sehr ausgeklügeltes System übrigens. Alle 6 Autos fahren auf 3 Bahnen. Die Bahn switcht automatisch um, wenn ein schnellerer von hinten kommt. Also blaue Flaggen gibt es hier nicht. Da kann man drauf verzichten, aber ja, schaut bislang ganz gut aus. Der ein oder andere schon neben der Strecke gewesen, der ein oder andere auch raus. Wolfgang Warnecke, wie war der Tag bisher? Naja, fürs Team schon ganz gut. Immerhin Michael Niemers ist im Finale, im Augenblick 4. Platz für das KTM-Team. Allerdings mein Teamkollege Fola und ich unter ferner Liefen sind also nicht übers B-Finale hinausgekommen. Bisschen schade, aber unser Fehler. Was da passiert? Hast du eine Lähmung im rechten Zeigefinger gehabt? Ich glaube, ich habe immer das Problem, dass das Auto gut ist, aber ich muss immer warm fahren. Also ich brauche immer die ersten 5 Runden und dann fliege ich schon 2 oder 3 Mal raus. Dann habe ich so viel Zeit verloren, dass ich von hinten das Feld aufrollen muss und dann reicht es meist nur noch so für den 3. oder 2. Platz, wenn überhaupt. Sollen wir Heizdecken für dich beantragen? Ja, das wäre nicht schlecht, aber ich glaube persönlich, ich brauche, glaube ich, mal ein gutes Coaching, damit ich gleich immer warm werde. Wahrscheinlich sind unsere Gedanken in dieser schönen Atmosphäre hier ein bisschen woanders. Neue Mobilität, E-Mobilität und dann umzuswitchen vom professionellen Leben in das ein bisschen Fun hier, das dauert ein bisschen und dann hapert es daran.
Aber schauen wir mal kurz aufs Timing. Aktuell Marcel Cibulinski, der hat die Nase vorn und der fährt heute zum ersten Mal mit. Ja, unglaublich. Also toller Gastfahrer, natürlich Vollprofi, wie viele andere hier. Also da teilt sich schon die Spreu vom Weizen. Thomas Vogt, zweiter Platz im Augenblick, nicht? Der 20 Jahre führende Meister und mit sicherlich am meisten Erfahrung von uns. Michael Niemers jetzt schon auf Platz 3, auch einer der ganz Großen, glaube ich, im Geschäft. Also da sind schon echt die Top-Fahrer vorne. Daniel Bäumler, den haben wir auch so ein bisschen als Favoriten auf der Liste stehen, mit großer Siegchance, momentan Vierter in der Meisterschaft, aber hier auf 5 so ein bisschen abgeschlagen. Ja, das ist schon irgendwie tough. Also das ist jetzt wirklich ganz Top-Liga und da muss man schon mit dem Messer zwischen den Zähnen fahren und trotzdem fair und möglichst schnell. Und also diese Balance zu haben zwischen möglichst schnell zu fahren, aber so sicher, nur gerade so 95%, um wirklich auf keinen Fall rauszufallen. Weil wenn man einmal aus der Spur kommt, hat man so viel Zeit verloren, dass man eigentlich den Rest vergessen kann. Wie ist deine Taktik? Ich habe es vorhin mal kurz probiert. Ich habe immer angetippt. Thomas Vogt macht das auch so, hat mir mein Helfer geflüstert. Ja, also ich habe von den Vollprofis gelernt, dass das nicht der richtige Fall ist, sondern dass dann dadurch Zeit verliert, obwohl Thomas Vogt ja schon sehr erfolgreich ist dabei. Also ich habe gelernt schon, wie im richtigen Sport, nicht immer also Vollgas und dann reinrollen in die Kurve und dann in der Kurve wieder mit Gas am Gas rausfahren, um möglichst Stabilität zu haben. Und das soll angeblich das Beste sein. Also ich versuche so zu fahren und brauche aber noch ein bisschen Coaching, um mal wirklich zu versuchen, ganz vorne mitzufahren. Ja, bei Cibulinski haben wir gerade schon gesprochen. Der führt an als Rookie in der Meisterschaft, aber er ist natürlich bei euch kein Unbekannter. Der laminiert die Autos. Das stimmt. Alle Karosserien mittlerweile in der Vision RCCO 2020 sind ja Visionsfahrzeuge, angelehnt an zukünftige Fahrzeuge. Der KTM ist vielleicht so eine halbe Ausnahme. Der GT4, den es so als Straßenauto nicht gibt, aber alle anderen sind Visionsautos, stromlinienförmig, unterliegen alle einem Reglement, um möglichst gleich zu sein. Karosseriemaße, Spoiler und so weiter sind Gleichteile. Also so ein bisschen Silhouette und trotzdem unterschiedlich, um möglichst wettbewerbsfähig und gleiche Fahrzeuge zu haben. Und deshalb eben auch der Grund, dass die Fahrzeuge alle von einem laminiert werden mit gleichem Gewicht und keinen Vorteil. So versuchen wir einfach auch Kosten und Gleichheit und Balance im Spiel zu halten. So, hier ist die Action auf der Rennstrecke, da fehlt ein Rad. Ja, das war's. Der Führende raus. Fehlt ein Rad, hinten links oder rechts. Das ist natürlich typischer Mechanikerfehler. Radmutter nicht richtig festgedreht auf der Achse. Sehen wir auch im großen Sport, passiert hier also auch. Ja, ist am letzten Wochenende erst passiert in Monza. Aber an was liegt es denn? Wer bereitet denn die Autos vor? Wie funktioniert sowas? Ja, das ist immer unterschiedlich bei den Teams. Also meistens ist ein Chefmechaniker dabei. Meistens ein Chefmechaniker, ein Teamchef, der sich so um die Organisation und Branding und so weiter kümmert. Naja, und dann ist natürlich, wenn nicht immer alle dabei sind, wenn nicht eigentlich wirklich alles kontrolliert wird, kann sowas natürlich passieren. Man muss aufpassen bei diesen ganz kleinen Imbusschräubchen, die Räder, also die Felge genau genommen auf der Achse festschrauben, dass man die nicht überdreht. Also die müssen schon fest, aber nicht zu fest sein. Und dieses Gefühl zu haben, ist eben wichtig. Das Gleiche passiert auch am Motor. Der Motor ist gehalten von einer kleinen Imbusschraube. Die muss fest sein, möglichst fest, aber darf sie nicht lösen, aber trotzdem darf sie nicht überdreht werden. Also schon ein bisschen Fingerspitzengefühl und Erfahrung gehört dazu. Ja, als ich vorhin an den Stand gekommen bin, hast du heftig geschraubt. Wir gucken mal kurz aufs Klassement. Wascho momentan vorn, der fährt Volkswagen. Volkswagen enorm stark an diesem Wochenende oder am 8. von den 11 Rennen, die wir haben. Thomas Vogt, den sehen wir in der Tabelle auf Platz 3, ist auch momentan der schnellste der Anwesenden, weil wir haben Eldert Hetten, der ist rausgeflogen im B-Finale und der Tabellenführende, Björn Skotke, der hat mit 153 Punkten das Wochenende erstmal gar nicht angetreten. Ja, wir haben so ein Reglement, dass man auch ein Streichresultat hat und ehrlicherweise, wir machen das alle als Hobby. Unterstützt das und jeder kann nicht bei jedem Termin, also viele von uns sind einfach beruflich so eingespannt, dass sie nicht immer können und hier auf der IAA schon eine tolle Sache, überhaupt hier sein zu können, da sein zu dürfen, beim AVD hier eingeladen zu sein, aber das natürlich unter der Woche jetzt hier in Frankfurt zu sein, ist natürlich nicht so möglich für jeden Einzelnen, obwohl einige oder die meisten von uns das sicherlich beruflich verbinden mit der IAA. Wir haben mehrere Rennen und netterweise von den Hauptsponsoren und Beitragenden, ob das Audi ist oder Schaeffler oder VW Racing, Motorsport, wir Shell sind dabei,
versuchen das umzusetzen und dürfen bei verschiedenen tollen Lokationen fahren, unter anderem bei der DTM oder das nächste Rennen ist zum Beispiel bei VW Motorsport in Hannover. Aber ist natürlich auch aufgrund der Entfernung und der Termine nicht immer möglich, bei allen Rennen zu fahren. Ja, was habt ihr noch? DTM Assen habe ich erlebt zuletzt dann im Rahmen der Rallye. Und die Saison, das große Saisonfinale, wird ja ein 24er werden. Ja, das stimmt. Das ist Mitte November und ganz tolle Sache. Wieder eingeladen von der Autostadt in Wolfsburg. 24-Stunden-Rennen, also ganz großes Event. Da fahren wir wirklich 24 Stunden mit einem einzigen Auto. Weder das Chassis noch die Karosserie dürfen gewechselt werden. Man hat drei Motoren, 5-Satz-Räder, also Hinterreifen, die ausgelöst werden. Ansonsten muss das Auto immer weiterhin fahrfähig sein. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr das Pech, dass unsere Lichtanlage ausgefallen ist. Wir fahren also auch im Dunkeln bei Nacht, real wie in Le Mans, so dass man auch die Autos erkennen muss. Und da ist ein kleiner Chip und viel Elektronik in dem Auto, der war defekt. Da musste ich, glaube ich, 20 Minuten reparieren, weil wir nicht mehr fahren durften. Sonst wären wir disqualifiziert worden. Das hat uns natürlich sofort das Genick gebrochen. Also sowas passiert, aber da geht es wirklich um die Wurst. Und da kriegt man schon Blasen am Finger, wenn man das nicht gewohnt ist, weil man normalerweise mindestens eine 1-Stunden-Stint fährt. Das heißt, man fährt eine Stunde auf einer Strecke, die 60 bis 70 Meter lang ist, im Halbdunklen. Und dann fangen die Augen schon an zu tränen und man wird echt müde. Aber man kommt nachher in so einen Tran und diese Routine auch wirklich relativ gleichmäßig zu fahren, eben wie im großen Sport. Wenn ich weiß, die Vollprofis in Le Mans, LMP1, eben auch nachts extrem schnell sind. Und das ist schon ein Wunder, dass man das irgendwie so durchhält eigentlich. Naja, ich bin vorher mal 10 Minuten gefahren, aber eine Stunde lang die Konzentration zu halten, das ist ja fast, als würdest du im Flugzeug fliegen. Ja, das stimmt. Zumal beim 24-Stunden-Rennen aufgrund der Bahnlänge ist es so, dass dort keine Streckenposten gibt, sondern wenn man rausfällt, muss man sein Auto selbst eingehen und man muss einmal die ganze Runde um die Bahn gehen im Uhrzeigersinn. Du schläfst zumindest nicht ein. Na, man schläft nicht ein, aber man verliert so 20 Sekunden, 30 Sekunden. Also man muss da schon auf Sicherheit fahren. So, Daniel Bäumler hat sich jetzt eben an die Spitze gesetzt und Stefan Waschow auf Platz 2 nach unten verdrängt. 7/10 jetzt der Rückstand, also jetzt wird es nochmal richtig eng in der letzten Minute. Ja, und Thomas Vogt ist irgendwie zurückgefallen auf Platz 4, sehe ich gerade. Ist wohl irgendwie was passiert, vielleicht rausgefallen. Michael Niemers wieder auf 3, also da vorne ist das schon echt eng, ne? Die sind ganz eng hintereinander, eine Sekunde nur Unterschied. Zweite und dritte alle in einer Runde, also das ist schon tough jetzt. So, 40 Sekunden sind es noch. Was winkt dem Sieger? Ja, auf jeden Fall natürlich eine ganz große Gratulation von allen und vor allen Dingen tolle Punkte in der Meisterschaft. Das wäre schon was Großartiges. Also wie Daniel nach vorne gekommen ist, schauen wir mal. Also 30 Punkte gibt es für den Sieg, dazu nochmal einen für die Pole Position. Den haben wir Marcel Cibulinski schon zugeschrieben, wenngleich der heute nicht punkteberechtigt ist, was die Teamwertung angeht, ob der Verwechslung, die wir vorhin schon angesprochen haben. Aber schaut so aus, als könnte Daniel Bäumler das Ding nach Hause fahren. Stefan Waschow momentan noch auf 2, dann Michael Niemers auf der 3 vor Thomas Vogt und Carsten Paul, und den haben wir auch noch mit im Rennen dabei. Marcel Cibulinski ist ja leider rausgeflogen. Hier gab es jetzt nochmal eine Kollision, aber Auto fährt weiter. Wer war das? Konnte ich gar nicht so richtig sehen. Ich glaube, das war eine Schaeffler. Carsten Paulun. Und Rennen zu Ende. Ja, der ist ohnehin 2 zurück und das war's dann. Also haben wir jetzt ein Endergebnis. Daniel Bäumler vor Stefan Waschow. Michael Niemers auf der 3. Thomas Vogt zurückgefallen auf die 4. Und im Ziel noch Carsten Paulon. Ja, spannendes Ding mal wieder, Wolfgang. Ja, war super Rennen hier. Leider seitens KTM nur Dritter geworden. Also nächstes Mal wird es hoffentlich wieder besser. Und dann müssen wir gleich mal mit dem Sieger sprechen. Daniel, dir ist der Schweiß noch auf die Stirn geschrieben. Das kann ich sagen, das war anstrengend. Das war, am Anfang war es so ein bisschen... Voller. Am Anfang war es so ein bisschen turbulent, also ich bin gleich in 2, 3 Unfälle verwickelt worden, war dann ganz am hinten des Feldes oder fast hinten am Feld. Das Auto lief aber sehr gut, ich konnte pushen und schnell fahren und durchfahren und am Ende gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. So. Na klar, der Hauptkonkurrent als Führender rausgeflogen, Hinterrad ist flöten gegangen, bei dir ist alles dran geblieben. Ja, das wundert mich sehr, weil das Auto von Marcel hat Stefan Waschow vorbereitet, eigentlich ist das ein sehr sauberer Schrauber, dass der ein Hinterrad verliert. Ist nicht normal, das ärgert Marcel auch.
als Gast wäre es auch schön gewesen, wenn er vorne gewesen wäre. Oder wenigstens Platz 2 oder 3. So. Gut, aber 30 Punkte, die helfen dir auch. Die 30 Punkte helfen auf jeden Fall, wobei diese Tabelle dieses Jahr so wahnsinnig eng ist vorne. Also man, da kann bis zum Ende noch alles passieren. Es gibt ja Streichergebnisse, aber trotz Streichergebnisse bleibt es wahnsinnig eng. Diese 30 Punkte helfen aber sehr, sehr viel. Das immer. Sieg hilft immer sehr viel. Wenn ich jetzt bei euch mitmachen will, wie geht das? Das geht ganz einfach. Dann meldest du dich bei Thomas Vogt oder sagst, suchst dir ein Team aus oder sagst so, ach Mensch, Volkswagen Motorsport ist so schnell, bei denen möchte man mitfahren. Und dann sagen wir, klar, komm mit ins Team, fährst du mit. Das ist ja einfach. Herzlichen Dank. Einfach. Was hast du jetzt noch für die letzten, was haben wir noch, 2 Rennen, 3 Rennen vorgenommen? Jetzt, das nächste Rennen ist das Heimrennen bei Volkswagen Motorsport in Braunschweig. Da freuen wir uns sehr drauf. Und dann haben wir noch 2 Rennen, das Vorrennen vom 24-Stunden-Rennen und das 24-Stunden-Rennen. Und wie gesagt, bis dahin ist noch alles möglich. Also die Tabelle, die ersten 4 vorne sind so eng beieinander, da kann noch alles passieren. Dann drücken wir trotzdem die Daumen, dass das möglicherweise so weitergeht. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Danke, dass du hier warst. Vielen Dank. Und wenn du fahren möchtest, sag Bescheid. Und wenn ihr fahren wollt, meldet euch. Einfach eine Mail. Alles klar. Danke sehr. Danke dir. So, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Siegerehrung brauchen wir, machen wir jetzt noch. Ja, und dann würde ich sagen, nutzen wir die Chance und machen noch eine kleine Siegerehrung hier. Thomas, wo? Oder hier. So. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch gleich bereit zur Siegerehrung. Einmal brauche ich die ersten 3, am besten mit Auto in der Hand. Und hier stehen die Autos schon. Und dann würde ich mal sagen, großer Applaus für Michael Niemers, 3. heute. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Auf Platz 2, nachdem er kurz vor Ende zurückgefallen ist, Riesenapplaus für Stefan Waschow. So, und einer fehlt uns jetzt noch, der 4. in der Tabelle war. Mit dem haben wir eben schon gesprochen, unser Sieger. Daniel Bäumler, herzlichen Glückwunsch! Tja, vielleicht von euch auch noch ein paar Worte. Fangen wir bei dir an, wie war's? Ach du, aus meiner Sicht recht entspannt. Ich hatte das Gefühl, ich kann den Speed nicht mitgehen, der schnell, und bin mein Rennen gefahren und den Rest haben die anderen von alleine erledigt, haben sich gekappelt, abgeschossen und so hat es mich dann nach vorne gespült, was okay war. Also einfach warten, bis sich die anderen selbst in die Füße schießen. Ja, genau. Am Ende haben ja 8 Sekunden gefehlt. Da denke ich mir, wie könnte man diese 8 Sekunden bis zum nächsten Mal irgendwie noch gut machen. Aber das wird schon irgendwie. Wie oft bist du rausgeflogen? So oft, bestimmt 4-mal. Siehst du? 2 Sekunden? Richtig. Gut, Glückwunsch, unser Drittplatzierter. Stefan, wie war es bei dir? Ja, super. Also das Auto lief gut. Ich hatte jetzt zum Schluss, hatte ich dann echt Probleme, aus den Kurven rauszubeschleunigen. Hatte dann auch ein paar Autos blockiert, leider. Es war jetzt keine Absicht soweit, aber ansonsten lief das Auto super. Also die ersten 5 Minuten waren super. Wir müssen jetzt nochmal analysieren, warum beim 3. VW das Rad losgegangen ist. Das ist schade, sonst wäre Top 3 vielleicht drin gewesen. Und jetzt schauen wir mal. Warum ist VW so stark? Einfach heute mal Glück gehabt. Technisch vielleicht gut vorbereitet, sonst einfach Glück gehabt. Ja, dann. Hoffentlich weiterhin viel Glück. So, Daniel, von dir noch 2 Worte zum Sieg. Wie fühlst du dich jetzt? Das fühlt sich großartig an, also besonders bei dieser Veranstaltung hier auf der IAA mal zu siegen. Jetzt ist gerade noch mein Teamchef, also Teamchef gekommen, André Diesel von Volkswagen Motorsport. Und das freut uns natürlich, dass wir ihm eine kleine Freude machen konnten jetzt. Ne? Dann fragen wir den gleich mal, wie es bei ihm angekommen ist. Mal weiter so und Gratulation noch. Ja, André Diesel.
Schön, dass du hier bist. Guck mal, dein Team hat gewonnen. Wolltest du denen ein bisschen auf die Finger gucken? Ja, ich habe ich denen Glück gebracht. Ja, ich kam genau zum Finale und dann hat es funktioniert. Ja, am besten weiter so. Als nächstes ist ja euer Heim-Event. Richtig, richtig. Ich hoffe, das Foyer wird bis dahin fertig, was die Renovierung angeht. Sonst müssen wir draußen fahren, aber nein, das kriegen wir hin. Kann jeder vorbeikommen, der Lust hat? Ja, natürlich. Alle herzlich eingeladen. Hier ist deine Kamera. Also, kommt nach Hannover. Alles klar. Das zählt. Vielleicht sehen wir uns. Danke, André. Und das war's dann erstmal mit dem 8. Lauf zur RCCO hier von der IAA. Danke fürs Reinklicken und weiter geht's dann in Wolfsburg. Bis dann.